Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Baldo the Guardian Olds. Ja, wir müssen immer noch diese verrückten Hühner einsammeln. Ich finde bloß keins mehr. Also nur das eine, was hier vorne ist. Und die anderen irgendwie, ja, das habe ich jetzt hier schon reingesetzt. Hier sitzen auch nochmal zwei. Aber es sollen ja noch weitere Hühner hier draußen irgendwo rumlaufen. Aber irgendwie finde ich die nicht. Wir lassen das erstmal. Und gehen nochmal zu Gallione. Und gucken, dass wir da nochmal weiterkommen. Denn ich habe hier gelesen, und zwar hier in Noren, das Wächterhorn. Genau, zum einen das hier. Nutze dein Wächterhorn, um das Eulenlied bei den Wächtersymbolen zu spielen und so den magischen Mechanismus zu aktivieren. Der Klang des Horns aktiviert Türen, Portale und Gerätschaften, die dich zu verborgenen Orten oder verlassenen Tempel führen können. Die Legende erzählt, dass auch andere Gegenstände auf die Klänge des Horns reagieren können. Also, es muss nicht immer ein Symbol dort sein. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zu Gallione und testen das mal aus, weil da sind wir ja irgendwie hängen geblieben und sind nicht weitergekommen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da nochmal hin. So, dann haben wir hier nochmal einen kleinen Text über die Gallione, denn ein netter Hinweis, unten im Laderaum ist eine Waffe, die das herzlose Monster, die herzlose Kreatur, ja, zurückerlangen möchte. Und wir waren ja unten im Laderaum drin und da war ja nichts. Da war einfach nur ein Loch, wo man ins Wasser springen konnte und mehr war da nicht. Also das, ja, das war ja der Laderaum da unten. Nun gehe ich jetzt da unten nochmal hin und gucke mir das nochmal an. Und vielleicht kriegen wir ja mit unserem Horn, mit unserem Gesang, da irgendwas geregelt mit. Wir schauen mal, weil die Hühner, das wird jetzt, glaube ich, ja, zu stressig, jetzt hier die ganzen Hühner zu suchen. Wobei, ich habe hier auch keins gefunden. Also, das kann, weiß ich nicht, wenn das einzige Huhn sein soll, was ich einfangen soll, dann weiß ich nicht, warum er die Quest nicht abschließt, wenn ich das dort hinsetze. Also, ich habe hier weit und breit keine anderen Hühner. Hier ist ein Schiebmarzenblauer. Keine anderen Hühner weit und breit gesehen, die hier verirrt rumlaufen. Also, das ist schon sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja, noch ein kleiner Hinweis zu dem Spiel. Ja, es hat einige Bugs, zum Beispiel muss ich jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, die Grafik neu auf hoch einstellen und die Sprache neu einstellen. Auf Deutsch, das ist alles auf Englisch, wenn ich das Spiel neu starte. Dann hat das zum Teil Bugs, dass man Treppen runterfällt und einige Sachen werden nicht gespawnt. Und ja, das sind halt kleine Bugs. Gut, also das ist ja normal bei so einem Spiel, also beim Release. Welches Spiel hat da keine Bugs, ne? Also, das wird alles noch behoben. Bis jetzt ist mir noch kein Bug aufgefallen. Also gut, der eine mit der Spracheinstellung und mit der Qualitätseinstellung von dem Spiel. Aber sonst ist mir bis jetzt noch kein gravierender Bug aufgefallen, dass ich irgendwo durch Treppen falle oder durch den Boden glitsche oder irgendwie sowas ähnliches. Na gut, aber ich denke, das wird von den Entwicklern auf jeden Fall behoben werden. Da braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr das jetzt selber spielt. So, wir machen uns auf den Weg nochmal zur Gallione und probieren das mal mit dem Horn aus. Weil irgendwas muss ja sein. Irgendwas muss ja da... Also wir sind ja nicht weitergekommen, komischerweise. An einigen Stellen. Zum Beispiel die eine Tür, wo die Piker so nach oben kommen. Oh, ich sterbe bestimmt gleich. Ich habe nur noch ein Herz. Hier ist nochmal eine Fledermaus. Schnell dran vorbei. Also hier, das Symbol. Wenn wir hier drauf spielen, dann passiert immer was. Aber es soll ja auch was passieren, wenn wir nicht auf so ein Symbol stehen. Das probiere ich jetzt mal aus. Wir haben nämlich unten im Laderaum auch eine Tür. Da kommen wir nicht durch. Genauso haben wir einen Bereich, da wo eine rote Kiste hinter versteckt ist. Da sind auch so eine Piker nach oben und da kommen wir auch nicht durch. Vielleicht können wir das ja mit Hilfe unseres Horns irgendwie aktivieren. Das probiere ich jetzt mal aus. So, wir müssen die Treppe hier runter schnell. Aber das mit den Hühnern ist mir wirklich ein Rätsel. Ist mir wirklich ein Rätsel. Ich bin hier alles abgesucht. Oh, jetzt bin ich hier dran vorbeigelaufen. Hier müssen wir runter. Ich habe wirklich alles abgesucht.
und habe kein weiteres Huhn gefunden. Ich meine, die sind ja jetzt nicht so klein, dass man die jetzt nicht sieht. Die haben ja schon eine bestimmte Größe. Merkwürdig, merkwürdig. Vielleicht kriegen wir das später raus. Den brauchen wir gar nicht. Den Kürbis. Vielleicht kriegen wir das später noch irgendwann raus. Wir gehen erstmal Richtung Laderaum. Und versuchen dort mal unser Horn zu spielen. Hier haben wir an der Wand übrigens auch so ein Symbol. Quasi die Tentakel links und rechts halt die Vase. Das heißt, wir können halt mit den Vasen die Tentakeln zerstören. Das haben wir ja auch schon gemacht. Das lief auch eigentlich ganz super. Lief es relativ gut. Ah ne, hier wollte ich hier schon rein. Genau, hier ist das nämlich mit der einen Kiste. So, ich würde sagen, wir spielen jetzt mal hier unser Horn. Er zeigt mir auch komischerweise oben rechts einen Schlüssel an. Den habe ich aber nicht im Inventar. Und ihr seht hier wieder die Grafikeinstellung auf niedrig. Ich mache die mal wieder hoch. Ich habe im Inventar, wenn ich hier reingucke, Gegenstände. Da ist kein Schlüssel drin. Er zeigt mir aber oben rechts einen Schlüssel an. So, hier haben wir nochmal... Hier haben wir den Lageplan von dem Schiff anscheinend. Sehe ich auch zum ersten Mal. Was steht denn zum Wächterhorn? Das muss ich nochmal lesen. Eine alte, aber robuste... Nee, das war die Schaufel. Dieses Horn wird auch Stimme der Eulen genannt. Wer auf diesem magischen Instrument die richtige Melodie spielt, kann Geheimnisse aufdecken oder mächtige Magie einsetzen. So, jetzt sehen wir hier die Karte. Wir sind gerade in dem Bereich, der orange eingezeichnet ist. Ja, genau. In dem Bereich sind wir. Denn wir können links da außen an dem Schiff nämlich vorbeigehen. Da haben wir nochmal zwei Eingänge. Genau. Dann haben wir hinten in der Ecke rechts, also wir sind immer noch in dem orangen Feld. Hinten oben in der Ecke rechts, da ist noch eine Tür. Da müssen wir, glaube ich, rein. Da waren wir noch nicht. Und wir haben da, wo das so grün markiert ist, da haben wir den Schlüssel eingesetzt. Ich denke mal, das soll das sein da. So, wir probieren jetzt das Horn einmal zu spielen. Dazu wähle ich das aus und spiele einmal das Eulenlied. Ah, nichts passiert. Geh mal ein bisschen dichter ran. Ah, okay, auch nicht. Ich probiere das jetzt überall aus hier. Probier das überall aus. Es muss ja irgendwo funktionieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier nicht weiterkommen. So, den sammle ich mal auf und hau den weg. Wir machen das jetzt nochmal auf der anderen Seite. Quasi hier. Spiele ich auch nochmal das Horn. Nichts passiert. Das Lied ist echt schön. Es hört sich echt gut an. Ich spiele das hier nochmal. Passiert auch nichts. Ich mache das hier nochmal in der Ecke. Nichts passiert. Schade. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen wahrscheinlich. Wir gehen jetzt aber nochmal in den Laderaum rein. Der total leer war, da unten. Da wo... Ja, es sah aus wie Gefängniszellen oder sowas. Da gehen wir jetzt mal hin. Und werden das Horn dort auch mal spielen. Und zwar müssen wir hier lang. So, und das meinte ich hier. Diese Speere, die kommen... Ja, ich nenne die mal Speere. Die kommen hier hochgeschossen, wenn wir diesen Raum betreten. Die sind aber unten, wenn wir den Raum nicht betreten. Und hier werde ich auch nochmal das Horn spielen. Aber hier passiert nichts. Seht ihr die rote Kiste da unten? Da müssen wir irgendwie hin. Die würde ich gerne haben. Wir gehen hier durch. Und spielen hier auch nochmal das Horn. Nichts passiert. Die Tentakeln werden mich gleich treffen. Hier haben wir das ja schon gemacht. Hier haben wir den... Die Holzkiste hier raufgeschoben. Haben wir einen Schalter aktiviert und wir konnten dann hier durchgehen. Auf die andere Seite. Ne, hier lang. Ui. Soll ich hier drauf mal das Horn spielen?
Nichts passiert. Hätte sein können, dass wir irgendwie hochgefahren werden oder so. Okay, hier waren wir auch schon. Oh, ich muss aufpassen. Ja. Ich habe es kaum ausgesprochen. Schon war ich tot. So, fortfahren. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt haben wir drei Herzen. Hier waren wir auch schon. Hier haben wir die Kiste geholt. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Dann gehen wir jetzt in den Laderaum. Und der ist hier unten. Nur die Treppe hier runtergehen. Boah, hoffentlich passiert hier irgendwas. So, hier ist die... Genau, hier sind die Dinge auch wieder hochgegangen, als wir diesen Raum betreten haben. Ich spiele mal das vorhin her. Nichts passiert? Nichts passiert. Aber diesen Raum meine ich hier. Hier war nämlich gar nichts drin. Und das ist ja hier unten, das ist der Laderaum. Und hier soll eine Waffe sein. So, die komischen Dinger leuchten ja auch blau. Ich spiele mal hier einfach mein Horn. Mal gucken, ob hier irgendwas passiert. Nein. Ich spiele das hier. Ich spiele das jetzt an jedem Tor hier. Passiert auch nichts. Lass mich nicht im Stich. Und ich spiele es hier vorne nochmal. Aber passiert nichts, ne? Geh nochmal, vielleicht ein Stück dichter ran hier. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie was bewirkt, wenn ich hier mein Horn hier unten spiele. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ja, wenn ich hier reinfall, sterbe ich. Das brauche ich nicht nochmal testen, das weiß ich. Hm. Ja, wir können eigentlich mit unserem Horn wieder abtreten. Aber hier ist doch Sand vor. Ist das Sand? Ich laufe auf Sand und wenn wir mal hier buddeln. Ah, nee. Das bringt auch nichts. Dann geh mal wieder raus. Denn hier vorne war auch nochmal Sand. Das Ding kommt hier wieder hoch. Okay. Verdammt, verdammt, verdammt. Hier passiert nichts. Egal, was ich mache. Wenn ich im Horn spiele, passiert hier nichts. Wenn ich mit der Schaufel hier versuche, hier was... Aber das ist doch verdächtig, oder? Dieser Sandhaufen hier. Der ist doch leicht verdächtig. Es passiert aber nichts. Schade. Schade, wir gehen mal wieder raus. Hier oben könnten wir das nochmal spielen. Hier oben könnten wir das Horn nochmal spielen. Aber es passiert einfach nichts. Das ist so frustrierend. Es passiert hier einfach nichts. Was soll man hier noch machen? Wenn ich hier nichts schieben, nichts bewegen kann? Puh. Müssen wir vielleicht noch ein anderes Lied lernen? Aber das können wir ja nicht. Weil wir nicht aus der Stadt kommen. Wir kommen ja nicht raus. Es ist ja zu gefährlich. So, wir sind jetzt hier. Ah, man kommt da hinten nochmal rein. Geh mal hier durch.
Geh mal hier vorbei. An die Kiste kommen wir auch nicht, denn wir haben nichts zum Werfen. Hier ist nämlich noch ein Eingang laut Karte. Da ist noch ein Eingang. Und wie komme ich da hin? Soll ich hier mal mein Horn spielen? Das war klar. Ich wollte es einfach ausprobieren. Aber wir sind trotzdem durchgefallen, reingefallen und gestorben. Aber wie kommt man da hin? Kommt man gar nicht hin? Doch! Jo, ich seh's! Jetzt seh's, da oben ist ein Schiff. Das müssen wir runterlassen. Oh, Junge, wie kriege ich das denn runter? Oha, wie kriegen wir das runter? Es muss irgendwo ein Hebel sein. Ja, nicht da. Es muss hier irgendwo ein Hebel sein, den ich betätigen muss, damit das Rettungsboot oder Beiboot dort runterfährt. Hat das irgendwas hier mit diesen Dingen zu tun? So weiter kann ich den nicht schieben. So, den schiebe ich weg und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Gibt es noch einen anderen Weg raus? Glaube nicht. Wir gucken uns nochmal die Map an. Doch. Doch, ich komme noch woanders lang. Ich komme quasi von hier noch raus. Oder jetzt gucke ich nochmal. Ja, jetzt sind wir in dem Raum. Doch, da oben kommen wir raus. Schnell. So. So. Genau, jetzt sind wir hier. Vielleicht ist das Beiboot ja jetzt unten. Nein, verdammt. Aber da hängt eine Lampe oder eine Glocke oder was? Guck mal, er guckt auch schon nach oben. Wir setzen nochmal unser Eulenlied hier ein. Das muss runter. Das muss irgendwie runter. Guck mal, dass ich dort mit dieser Vase vielleicht auf die Laterne da werfen kann. Ah! Jawoll! Sehr gut! Warum nicht gleich so? Okay. Okay. So. Oha, wer bist du denn? Ein Skeletto? Komm her. Wir bewerfen Skeletto mit Skeletto. Ist die Maus auch gleich tot? Die Ratte, eher gesagt. Nein, jetzt verfolgt sie uns auch noch. Holy shit. Hau ab. Wir sind gleich tot. Das war knapp. So, hier ist so ein Piratensymbol. Die Tentakel hält die Schatzkiste fest. Ja, genau. So. Oh, da ist noch eine Ratte. Nein! Nein, wo habe ich die denn hingeworfen? Ach, verdammt. Verdammt, weiter. Okay, nochmal Fass nehmen. Vase, besser gesagt, nehmen. So, das Ding ist tot. Wir können ja... Oh, das war knapp. Falsche Taste gedrückt. Da kommt die nächste Ratte an. Sehr gut. Wir können ja versuchen, die Tentakel hier mit ihrem Schädel abzuwerfen. Sehr schön. Nein, doch nicht. Was? Sie hält Stand? Okay, das versuchen wir nochmal. Diesmal mit einer Vase. Ey, no. Geht nicht. Oh, da kommt noch ein Skelett raus. Jawoll. Aha! Wir haben es geschafft. Jetzt kommen wir an die Kiste ran. Ja, du kommst da nicht rein, so ungefähr. Oh! Dieser Schlüssel passt zu einer Tür hier drin. Er kann draußen nicht benutzt werden.
Jetzt haben wir schon zwei Schlüssel. Holy shit, okay. Wo setze ich die ein? Hier einmal, okay. So, jetzt spiele ich mal hier das Lied auf dem Symbol. Soll ich das mal machen? Passiert denn irgendwas? Nee, nicht wirklich. Wisst ihr, wo wir jetzt hier rauskommen? Ich hab ne Vermutung. Guck mal die Map an. Yo, wir kommen dort hinten hin. Okay, das Schloss fällt erstmal ab. Ah, ja, okay. Hier ist nochmal ein extra Raum. Und zwei Türen. Eine Tür. Oha, da kommen wir nicht durch. Das sieht aus wie so ein... Wir machen erstmal den Tentakel da weg. Doch, hier kommen wir durch. Und hier haben wir nochmal wieder eine Kanone. Die müssen wir beiseite schieben, um durch die eine Tür da zu kommen. Wir gehen aber erstmal hier rein. Oh ja, okay. Tentakel. Weg. Hier haben wir wieder... Ah, die kriegen wir noch nicht weggeschoben. Da haben wir wieder ein paar Ratten. Aber hier kommen wir erstmal nicht weiter. Vielleicht sollten wir erstmal durch die andere Tür gehen. Durch die hier. Da müssen wir aber erstmal die Kanone wegschieben, um da durchzukommen. Oha, wo bin ich? Da. Okay, erste Ratte tot. Zweite Ratte tot. Und die dritte Ratte? Ah, mit diesen Schaltern machen wir das Licht hier an. Wir kriegen die Ratte hier nicht getötet. Und mit dem Schalter geht das Licht an. Ich glaube, wir müssen alle aktivieren. Müssen die Ratten vielleicht da drauf stehen bleiben? Oder muss ich mein Lied spielen? Nichts passiert. Nichts passiert. Vielleicht müssen die Ratten hier rauf. Weil die greift mich ja nicht an. Nee, die Ratte greift einen nicht an. So, vielleicht hätte ich die anderen Ratten nicht töten sollen. Ich gehe nochmal raus. Und dann gehen wir nochmal rein. Dann gucke ich mir nochmal die Laufwege an von den Ratten. Die eine steht dort hinten schon. Jetzt geht die da wieder runter. Okay, ich stell mich mal hier rauf. Okay, war nicht gut. Ich stell mich mal hier rauf. Ah, die steht... Nee, die stellen sich da nicht rauf, die Ratten. Tötet die mich auch noch hier halb. Wie kriege ich die Ratten dorthin? Während ich mein Horn spiele, bleiben die Ratten stehen. Ich lasse mich hier töten. Und diesen Ratten. Ah, jo, jetzt sehe ich's. Ich nehme die Vasen einfach. Jetzt sehe ich's. Ich kann auch die Vasen darauf stellen. Und auf eine stelle ich mich rauf. Dann passt das. So, die erste Vase. Die zweite Vase. Die stellen wir hier rauf. Perfekt. Und ich stelle mich hier hinten rauf. Hier hinten in die Ecke. So, die andere kommt schon. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Ab durch. So. Hier haben wir wieder zwei Kanonen. Und eine Tentakel. Oh, wenn der mich jetzt trifft. Dann bin ich tot. Ich muss aber durch die Tür da irgendwie.
Ah, wir stellen... Wir schieben mal diese Kanone dorthin. Perfekt. Perfekt. Jetzt kommen wir auch hier durch. Wow. Ich hab's gewusst. Wir müssen da ganz schnell durchlaufen. Wir müssen da ganz schnell durchlaufen. Und hoffen, dass sie uns nicht erwischen mit ihren langen Armen. Ja, wir haben es geschafft. So, müssen wir hier lang? Wieder die Treppe hoch? Nee. Ah, hier ist eine Tür und wir haben noch einen Schlüssel. Perfekt. Perfekt. Gott, das wird ja immer schwieriger, ja? Ah, hier können wir unser... Ich muss sie erstmal vernichten hier. Zack. Nummer 1. So, die mache ich auch mal weg. Okay. Und hier können wir unser Eulenlied gleich spielen. Hier ist ein Tentakel. Da habe ich schon 2 Stück. So, und hier können wir endlich unser Eulenlied spielen. Jawoll. Der Weg ist frei. Den sammeln wir auch noch ein. Wir holen uns mal den anderen noch. Den hier. Zack. Genau. Und können wir den hier wegschieben? Ja, könnten wir, aber brauchen wir nicht. Ist noch irgendwas versteckt, was geheim ist? Nee. Ja, dann können wir jetzt hier hochgehen. Nice. Ins Oberdeck. Jo. Da ist noch eine Riesentente. Oh, war das knapp. Oh, da ist ja noch einer. Oh, holy shit. Holy shit. Ich sterbe gleich wieder. Ich sehe es schon kommen. Ich sterbe gleich wieder. Da kommen wir nicht durch. Hier ist eine Eule. Die müssen wir hier raufschieben. Oder? Oder, nee, hier muss ich mein Lied spielen. Hier ist das Symbol wieder. Ich spiele mal mein Lied. Aufsetzen. Na, passiert nichts. Ich, oder muss ich die Eule... Ah, ich muss die Eule, die hier hinter steht, die muss ich dort drauf schieben. Aber wie komme ich da hin? Ich brauche eine Vase. Jetzt bin ich tot. Lauf mal die andere Seite lang. Also Treppe hoch rechts. Fortfahren. Ich lauf mal hier rechts rum. Da ist ein Tentakel. Aber ich komme an keine Vase ran. Hier vorne steht einer. Hier ist die Schiffsglocke. Ich komme hier hinten aber nicht durch. Kann ich die Eule wegschieben? Nee. Ich komme dort nicht durch. Das ist doof. Autsch! Autsch, das tat weh. Autsch. Wie komme ich jetzt daran vorbei? Ich habe nichts zum Werfen hier. Ich habe kein Schwert, ich habe gar nichts. Und ich bin gleich wieder tot. Komm ich... Ach so, ich nehme mal hier meine Schaufel. Vielleicht kann ich mit der Schaufel irgendwas machen. Kann ich die vielleicht ausbuddeln, hier die Tentakel? Das geht nicht. Ich komme auch nicht rüber und jetzt bin ich tot. Na toll. Jetzt sind wir so weit gekommen und jetzt komme ich nicht weiter, weil ich nichts zum Werfen habe. Das ist doch irre. Oder? Das ist doch irre. Ich muss... Ich glaube, ich weiß schon. Ich muss die Tentakel, die dort ist, die muss ich killen. Ich habe doch noch irgendwas im Inventar, mit was ich werfen kann. Mit dem hier. Mit dem Sack kann ich doch werfen, oder?
Das probiere ich mal aus. Jawoll! Jawoll! Und nun? Jetzt kriege ich den da nicht weggeschoben. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, den Sack hätte ich dort anwenden sollen. Oh, jetzt hat er mich wieder getroffen. Wieso kann ich diesen... diese Holzkiste nicht wegschieben? Ja, wir lassen uns nochmal töten. In der Hoffnung, dass der Sack wieder drin ist. Aber ich glaube, das Spiel speichert immer so zwischen. Ich gucke nochmal rein. Nee, wir haben den wieder. Wow, krass. Hätte ich den nicht gefunden? So, jetzt versuche ich den hier zu werfen. So. Ich komme nicht weiter. Das Spiel will nicht, dass ich hier weiterkomme. Seht ihr das? Wieso ist das so? Hä? Wieso komme ich hier nicht weiter? Das ist wie so eine unsichtbare Wand. Das ist doch nicht so gewollt. Bin ich wieder tot. Ist das so gewollt? Ich glaube nicht. Oder haben wir unten irgendwas vergessen mitzunehmen? Kurios, kurios. Ah, ist ja witzig. Haben wir jetzt immer noch den Sack? Den haben wir immer noch. Und die sind alle tot hier. So, wir töten noch hier den einen hier unten. Sehr gut. Tentakel einsammeln. Und wir haben hier unten noch einen Tentakel. Jetzt könnte man sich rein theoretisch wieder töten lassen. Das werden wir auch machen, weil ich komme hier eh nicht weiter. Ich komme hier eh nicht weiter. Wir töten nochmal den anderen Tentakel. Ich glaube, die großen kann man nicht killen. Die sind, glaube ich, zu heavy. Ich laufe jetzt mal hier zurück. So. Und nimm mein Säckchen hier wieder. Wo hab ich den denn hingeworfen? Ah, jetzt wollte ich das zu... Ah, das war nicht gut. Lass uns nochmal töten. Was hätte ich jetzt gemacht, hätte ich das Säckchen jetzt nicht gehabt? Was hätte ich denn da gemacht? Da wäre ich ja gar nicht weitergekommen. Das habe ich irgendwo mal ausgebuddelt. Das Säckchen habe ich irgendwo mal ausgebuddelt. So, nehmen und werfen. Nochmal töten lassen. Hab ich hingehauen. Weiß gar nicht, wo er dagegen geworfen hat. Er füllt aber auch immer nur 3 Herzen auf. Wir haben ja eigentlich 4 Herzen. Aber auffüllen tut er immer nur 3, wenn man wieder zurückkommt. Ja, genau. Ja, genau. Erwisch mich ruhig. Und erwisch mich nochmal. Aha. So, jetzt aber. Müssen wir das irgendwie hinkriegen. Ja, war klar. So. Säckchen. Da bist du. Jetzt werf ich's. Ja, genau. So, das haben wir hingekriegt. Das können wir nach da geschoben. Aber wir kommen auch nicht hier durch. Da ist so eine goldene Schiffs... oder ja, auch eine Schiffsglocke. Hier kommen wir nicht weiter. Hier auch nicht. Ich gehe nochmal runter. Ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Es wundert mich auch, dass diese Glocke hier blau ist. Warum ist die blau? Blau. Und warum kommen wir hier nicht weiter? Warum können wir hier nicht schieben? Warum ist hier eine unsichtbare Wand? Geh nochmal runter. Irgendwas stimmt hier nicht.
Jetzt war die Tür wieder da? Auch sehr, sehr kurios. So, den können wir nicht wegschieben. Ah! Ajo! Hier ist eine Leiter versteckt. Gut, dass ich den nochmal weggeschoben habe. Oh, wo sind wir denn jetzt? Nee, wenn wir jetzt hier... Nee. Ja. Oder? Guck mal die Karte an. Wo sind wir hier? Wir werfen mal hier eine Vase rein. Okay, und gehen selber mal rein? Ach, das geht. Ja, doch nicht. Wir können nur einen Schritt reingehen. Das muss ich nochmal, das muss ich mir nochmal angucken. Sieht auch sehr merkwürdig aus. Was ist das denn? Was ist, soll das hier sein? Werf mal da so ein Fass hin. Oh ja. Ah, ein Stück, ein Stück, ein Stück. So weiter können wir nicht gehen. Weiter können wir nicht gehen. Hier scheint Licht rein. Ist hier vielleicht... Ist hier unten vielleicht diese... Diese Waffe? Ist die Waffe hier unten versteckt? Kommen wir nicht weiter? Hier kommt auf jeden Fall... Luft raus oder sowas. Sammeln wir mal wieder auf. Oder müssen wir hier die Waffe, die Vase rausstellen? Nichts passiert. Ich spiele mal meine Melodie hier. Hol mal mein Horn raus. Und dann... Wie Sie sehen. Es knackt und knirscht. Ich gehe mal ins Wasser und mache das nochmal. Ja, passiert irgendwie nichts. Können wir denn vielleicht hierher gehen? Nee, wir ertrinken. Also wir können nicht schwimmen. Ich gehe mal wieder hoch. Das bringt uns ja nichts. Ich sehe jetzt auch nicht, dass man hier irgendwo diese Vasen irgendwo gegenwerfen soll. Weil hier prallen die immer gegen das Geländer. Und hier kann man nicht weitergehen. Ich sehe auch nicht auf der Karte, wo wir sein sollen. Also wir sind im orangen markierten Bereich, aber... So, weitergehen können wir jetzt nicht. Wir gehen mal wieder raus. Vielleicht später. Vielleicht müssen wir später wieder hierher. Oh, nein. Nein. Bin ich da wirklich durchgefallen, nehmt? Verdammt. Das können wir noch wegschieben. Können wir das auch in die andere Richtung schieben? Ja, können wir auch. Also wir können diese Kiste in beide Richtungen schieben. Diese Kiste schiebe ich mal über das Loch. Keine Ahnung, ob wir damit was erreichen. Ach nee, das geht gar nicht. Doch, wir müssen den hier hinschieben. Oder? Ja. Okay, okay. Nicht ganz so weit. Baldo, nicht ganz so weit. Vielleicht müssen wir das ja abdecken. Ach genau, weil Licht hier reinscheint. Bestimmt. Wir müssen es dunkel machen. Ach nee, oder die Kiste einfach da runter. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir nochmal schnell runter. Ah jo. Okay, jetzt haben wir das zugemacht. Und nun? So. Jetzt nehmen wir mal hier eine Vase und stellen die mal dort drauf. Ja, jetzt ist sie weg, oder wie? Ach ne, die steht da noch. Wir stellen nochmal eine hin. Nee, macht keinen Sinn. Aber was hat das denn zu bedeuten? Ah. Ah. Müssen wir die Kiste vielleicht ins Wasser schieben?
So, die nehme ich mal weg hier. Die setzen wir mal hier vorne hin. Oh, halt! Die können wir gar nicht ins Wasser schieben. Weil da eine Erhöhung... Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Das war Wasser. Das war kein Wind, das war Wasser. Hier kam Wasser aus dem Loch und hat dir den Bug hier geflutet. Okay. Was? Was? Oh, Timing. Oh, holy shit. Das ist ja... Was? Wie krank ist das denn? Okay, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Uiuiuiuiui. Okay, vorsichtig. So, das haben wir. Hier ist eine Tür. Kommen wir hier durch? Ah ja, wir kommen hier raus. Dann gucken wir uns das erstmal hier draußen an. Boah, da ist eine... Da ist eine rote Kiste. Oha, wie kommen wir denn da hin? Die ist ja völlig zugebaut. Wie sollen wir denn da hinkommen? Ah? Die Kanone können wir auch nicht wegschieben. Da kommen wir gar nicht hin. Hier ist wieder so eine Lampe, die aus ist. Ne, wir kommen da gar nicht hin. Da sind zwar Tentakel und sowas alles. Wahrscheinlich von dort hinten. Vielleicht kommen wir von dort hinten dorthin. Von dort hinten dorthin, ja. Wir gehen wieder raus, so. Ein bisschen aufpassen. So. Also keine Hast. Schnell durch. Doing und nochmal. Nein. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So. Schnell durch. Aufpassen. Okay. Geschafft. Geschafft. Und hier durch die Tür. Oha, hier ist eine riesen Tentakel. Eine rote. Ach, und hier ist die rote Kiste, die wir gesehen haben von oben. Und hier können wir... Können wir... dran den, aber hier ist die Tentakel im Weg. Oh. Holy shit. Komm, die müssen wir erstmal killen hier. Getroffen? Ja. So, jetzt die noch. Jawoll! Sehr gut. Nach oben oder nach unten? Ach nee, nach oben. Genau, wir müssen die nach oben drehen. Noch einmal. Noch einmal. Ah, jo, jetzt kommen wir da an die goldene Kiste oder an die rote Kiste ran. Sehr nice. Wir gehen mal hier raus. Und sind jetzt hier unten wieder im Keller. Holen uns erstmal diese rote Kiste. Diese rote Kiste, hier war die. Da ist sie auch schon. Wir öffnen sie. Ein Eulenschwert, das Großschwert der Wächtereulen. Diese glänzende und scharfe Klinge ist unzerbrechlich und ein äußerst wertvolles Artefakt. Wie nice ist das denn? Krass, wir haben das Eulenschwert. Super gut. Sehr cool. Und es geht nie kaputt, stand da eben, ne? Oh, jetzt können wir da... Oh, sehr nice. Jetzt können wir den ganzen Tentakeln damit erledigen. Und die ganzen Ratten. Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal Schluss an dieser Stelle und machen im nächsten Let's Play weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.